previously unsigned or released. Nani misses a match for his exams, Diego has a frustrating game, and the team fail to beat Osnabrück. The final week of the season begins with a team debrief from the draw at Osnabrück. Ein bisschen noch was zum Spiel in Osnabrück. Ein Ding kommt immer mal vor in der Saison, dass du das Tor einfach nicht triffst und dass du anrennst und dass du auch vielleicht ein bisschen Abschlusspech hast. Wir wollten das Ding unbedingt gewinnen, hätten auch sehr, sehr gerne die drei Punkte mitgenommen, hätte sich richtig gut gemacht in unserer Bilanz. Aber ist es nun mal so, dann müssen wir halt am Wochenende gegen Hannover gewinnen, Vierter zu werden. Mein Gott. Leipzig are in fourth place, but could still be overtaken by Wolfsburg, who have a better goal difference. The only way to make sure is to win their final game on Saturday. Hannover. Es wäre gar nicht gut, dass uns ein Unentschieden reichen würde, sondern wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen. Ich vermute, dass wir verschiedene Lager haben in der Mannschaft, also dass wir Vorfreude haben, geil, wir haben immer so eine Art Endspiel. Dann vielleicht auch sowas wie Nervosität, Scheiße, es könnte ja nochmal schief gehen. Und sicherlich auch Jungs, die abgeschlossen haben mit dem Ganzen. As well as concerns over the Hannover game, the first team have requested two of the under-19 players for their Bundesliga game on Saturday. Ja, also Niklas und Kili trainieren jetzt gleich bei den Profis. Wir hoffen, dass sie beide im Kader sind. Dann hätten wir ein ganz, ganz großes Ziel diese Saison erreicht. Also neben diesem Mannschaftserfolg und dass wir die Jungs weiterbringen wollen, war auch ein ganz klares Ziel von uns als Trainerteam, dass ein Spieler von uns einen Bundesliga-Einsatz diese Saison hat. Das wäre also das allerhöchste Ziel, was wir erreichen wollten. Und wenn es morgen soweit ist, dann haben wir ein großes Ziel erreicht. Ja, ich muss abwarten. Morgen ist Abschlusstraining. Da steht es dann in der Regel fest. Ich habe mein Bestes gegeben diese Woche. Ob es dann im Endeffekt reicht, muss der Trainer entscheiden. Einen Platz, weiß ich, wird es geben für einen Jugendspieler. Es bleibt einfach abzuwarten, wer von uns beiden den Platz bekommt. Herzlich willkommen an dieser Stelle zur Pressekonferenz vor unserem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich grüße ganz herzlich Cheftrainer Ralf Hasenhüttl. Ja, Orban, Forsberg und Keita sind gesperrt. Meistenberg und Leime als Langzeitversetzte nicht dabei. Du wisst ja ziemlich genau, dass ich mir da selten in die Karten blicken lasse. Was ich sagen kann, ist, Niklas Stierlin wird im Kader sein. So Niklas will miss our final match tomorrow against Hannover because he's in the squad for the first team. Was sitting on the bench first in a big stadium. Huge crowd, over 40,000 people, is already a real, real big step and is one of his dreams coming true. Whilst Niklas is living his dream, Nani has a different kind of pressure. I don't know how Nani feels because he's at the moment in a real different situation. So Nani is doing his A-level. He had a lot of stress in school, a lot of exams this week and last week, so he couldn't train with the first team. Things go from bad to worse when it looks as if Nani will miss the final game. Yeah, he was injured on Wednesday in our training session. Well, definitely a series of unfortunate events, kind of. First missing the Osnabrück game because of my exams, and now this minor injury that's going to put me out of the game. Yeah, so that's frustrating. Not good for us. Diego is still looking for a contract for next season, and Saturday's game is his last opportunity to present himself. Alles klar. Kommst du hoch? Bis gleich, ciao. Sag mal was zu deinem Spiel. Ich fand schon, dass ich in ein paar Aktionen zum Beispiel eigentlich ganz gut angelaufen bin, aber dann den Ball halt nicht erobert habe. Oder jetzt bist du trotzdem ein guter Spieler auf dem Platz gewesen, auch wenn du selber für dich nicht am Optimum warst. Mhm. Und das ist immer wichtig, dass man ein gewisses Grundniveau immer haben muss. Und von dem geht es dann mal nach unten und mal nach oben. Aber dieses Niveau, was du jetzt dort hattest, das ist gut. Okay. Gibt's irgendwas Neues? Nee, noch gar nicht. Also gar nicht. Ich warte noch ein bisschen. Ja? Naja, noch gar nichts. Okay. Ja? Passt. Wer sagt Bescheid, wenn irgendwie was noch getan werden kann, wenn ich dir helfen soll, wenn ich irgendwas in die Wege leiten soll, irgendwo ein gutes Wort einlegen soll, dich irgendwo reinschmeißen soll, den Namen, dann sag einfach Bescheid. Ja? Ja, mach mal. Diego needs a team where he has a coach that puts a lot of confidence in him.
that could work in German second division. I also think that could work in foreign country like the Netherlands maybe, because there the players are more like Diego, and that could work for him. The final game of the season has arrived, and this is the last chance for many of the players to impress potential scouts. Die präsentieren sich, die müssen schauen, ist wie ein Schaufenster für den nächsten Vertrag vielleicht. Youth soccer is over. It's not gonna come back, and then you're in the real world. Wir begrüßen jetzt aber erstmal die Gäste aus Hannover, alle mitgereisten Fans und natürlich alle Fans von RB Leipzig. Leipzig, they have quick players, but we're a good soccer team as well, and yeah, we can keep up with them. Sven oder Jones? Wir gehen mit einer ganz, ganz breiten Brust da jetzt raus. Zeigen in jeder Aktion, jedem Sprint, in jedem Zweikampf, dass wir die beste Mannschaft sind. Los geht's, raus, komm, Diego! The game starts at a furious pace, and Diego struggles as he misses two easy chances. Then winger Elias Abouchebaka crosses for Lucas Kruger to score. Yeah! But Hannover refused to lie down and soon equalized to make it 1-1, leaving coach Klaus concerned. Wach bleiben, Jungs! Hannover, die für mich die bessere Mannschaft, dominantere Mannschaft ist, mit den besseren Torchancen auch ist. On the stroke of halftime, the team equalized to make it 2-2. But Wolfsburg lead in their game, so are provisionally fourth in the table. Coach Klaus must inspire his team to victory. Himmel, nochmal, Halbzeitstand 2-2. Dieses Spiel werden wir gewinnen. Mit breiter Brust, mit allem, was dazugehört. Habt Überzeugung, geht raus, tut die Dinge. Los geht's, komm! The speech has worked as Diego and the team attack Hannover with a newfound energy. Positiv, Männer! Diego completes the second half with three assists, and the team put in a match-winning performance to thrash Hannover 7-2 and finish the season in fourth place, resulting in successful qualification for next year's National Cup. Respekt, Hut ab, genießt das Gefühl, das letzte Mal in der Saison auf dem Platz gestanden zu haben, 7 Tore gemacht zu haben. Mit einem geilen Gefühl gehen wir aus der Saison raus, so wie wir es wollten. Der letzte Einsatz bleibt. Dass es das letzte Spiel war für einige und dass dieser Gedanke, der kommt jetzt langsam erstmal. Ja, also jetzt gerade so nach dem Schluss für das letzte Mal von diesem Rasen runtergehen, letztes Mal in der Kabine, letztes Mal zusammensitzen und so. Man merkt, glaube ich, schon bei einigen, das wird jetzt kommen. It's a double celebration, as Niklas Sterlin makes the bench of the Bundesliga team. Einzige, was mal ganz spannend zu erleben war, ist vor ausverkauften Arena zu sitzen, das alles mitzubekommen. Nach dem Spiel waren wir auch mal kurz bei den Fans. Es war auch mal ganz besonders, sagt, machen da so eine Stimmung und das ist einfach ein tolles Gefühl, danach, da unten auf dem Platz zu stehen. I'm super happy for Niklas. Seeing him on TV and stuff like that, that's unreal, because yeah, he's a teammate of mine, and then you also realize how close you yourself really are. Really, really, really sad to see that he didn't get put in, especially because of the first team where I had so much. Man, the coach's got to do what he's got to do. Personally, for me, I think my ending to the season was a tiny bit disappointing if I'd have to make a good or bad, because I didn't play the last two games because of exams and injuries.
And before that, my performances weren't stellar. So I think I could have played better. But in the end, I'm still satisfied. Also ich bin schon stolz auf mich, was ich so erreicht habe. Aber ich weiß auch selber, dass ich halt an sich auch noch nichts erreicht habe, weil ich ja noch kein Profi bin. Wenn man dann immer noch nicht weiß, wo es hingeht und dann hier ist und wieder halt zu Hause wohnt. Erstmal will ich sagen, dass mir definitiv jetzt erstmal nicht ums Geld gehen wird beim nächsten Vertrag. Ich will erstmal schauen, dass ich die beste Perspektive eigentlich zu meiner ersten Entscheidung mache. Klar, traurig eigentlich alles. Also auch froh darüber, dass wir jetzt 7-2 gewonnen haben, aber natürlich auch traurig, dass es jetzt unser letztes Spiel war. Aber muss halt weitergehen leider. All of my players, they're 17 when they come to me and when they're out, they're 19, so it's a real, real special age. I like that. They become men. And yeah, that's what's special about this.